Shalom Aleichem. Ich bin Sora Rochel Schächter. Und ich bin Ivi Achnewitz. Seid bei Grisse in unser Kochprogramm Es Gesinnte Heit. Wir haben schon einmal gewissen, wie ihr so zu machen gefüllte Fisch. Aber heute haben wir ein spezielles Programm für eure vegetarische Gäste. Ein vegetarischer gefüllter Fisch. Und ich will euch weisen, wie ihr so zu machen einen heimischen, knobeldicken Salat. Wunderlich. Menschen schreiben uns alle mal und betten vegetarische Rezepte. Und der Rezept, was man bett zum oftesten, ist gefüllte Fisch. Und das weißt du, dass das jüdische Herz lust sich nach gefüllte Fisch. Umetum, wo man redet Jiddisch, isst man gefüllte Fisch. Das ist die aschkenasische nationale Gericht. Für vegetarisch gefüllte Fisch, man hat das schön angehalten machen mit 100 Jahren zurück, wissen wir. Es ist ein Kochbuch von 1926 mit einem Rezept für vegetarisch gefüllte Fisch. Und wir sollen nutzen Ziegenbärbel, das heißt euch Oysterplant. Das ist ein Gefix, was ist ähnlich zu einem Meer oder einem Pasternak. Und es hat ein Tam und ein Mäulgefühl, was ist ähnlich zu Fisch. Ja, aber versteht sich, dass es nicht gering zu finden ist. Wir wollen es machen mit Kalafior. Ja, das Mal haben wir nicht gekannt, gefunden, kein Ziegenbärdel. Aber halt an euch, ob ihr gefunden es einmal in Farmers Market oder in einem Gourmet-Kram, ist das eine wunderliche Sache zu haben. Aber Kalafior haben wir ja. Und euch Pasternak, zieht sie geben ein bisschen Tam. Pasternak, das ist nicht Petrischke, das ist Pasternak, das ist ein wunderliches Gewächs. Und ich habe schön abgekocht, ein Pfund gemischt Kalafior mit Pasternak. Dort sind die Komponenten von vegetarisch gefüllten Fisch. Abgekochte Kalafior mit Pasternak. 3/4 Teppel welschen Anis oder andere Anis, was es soll nicht sein. Das ist jetzt schon abgebacken. Ja, die Nies habe ich schon abgebacken. Ab 15 Minuten, sie sollen sein ein bisschen bräunlich, ein bisschen mehr Geschmack. 3/4 Teppel Matzemehl, da ist ein Gemisch von Reserve-Matzemehl mit Stamm-Matzemehl. 3 Eier, Salz, Pfeffer, und da liegt der Hint bei Gruppen. Sie gibt man sie, Zucker sie nicht. Das ich halte es ja. Zucker und schwarze Pfeffer zusammen. Mm-hmm. Ich bin Maske, ich habe euch lieber Fisch mit Zucker und mit schwarzer Pfeffer, aber wie jetzt versteht, kann sein mit Zucker, mit Pfeffer und Pfeffer, sondern scheint schon zwischen jedem. Gut, kennst du auch mal von mir die Zwiebeln? Sie bringen die Schweißmaschine. Und jetzt sie die Nüsse. Die sind noch warm. Und mischen es so, abschoppen. Und jetzt der Dekopfjahr mit Pasternak oder Ziegenbärdel, wenn man hat. Und kratz, schob noch einmal ja von den Seiten. Schön. Und gehe schlagen 3 Eier. Jetzt zieh ein 3/4 Löffel Salz. Jetzt meint das, das ist ein Sach Salz, aber in dem Rezept will man ein Sach Salz. Es ist nicht zu viel. Ein 1/2 Löffel schwarz Pfeffer. Ich habe das noch was abgemahlen. Es ist sehr frisch und schmeckt. Ein bisschen Paprika, Leute, hat engere Geschmack. Und versteht sich. Zucker. Das ist ein Halblöffel. Das ist ein Halblöffel. Das heißt unterhalb Löffel. Zucker. Und das Gemisch von Kalafior. Ich gehe und das Lopatkele.
Und zu dem Gemisch von Cauliflower gibt sie Matzemehl. Ein erich 3/4 Teppel. Ott ist unser gefüllte Fischgemisch. Ich habe schon Joich, was kocht sich. Geht sie zum Ofen. Der stücklich gefüllte Fisch könnt ihr machen oder mit den Händen oder mit 2 Löffel. Also mache ich den Fisch kärglich mit 2 Löffel. Wird es sehr schön. Leg ich die kärglich heran in siedendick Joch. Gedeiht zu machen einen geschmackigen heimischen Salat, ist, wenn wir nutzen römische Schalotten, zarte geräute Pomodoren, ein eckige Unkerlach und eine reute Zwiebeln. Ist zuerst, wenn wir abtrinken in den Schalotten, das ist ein Schalotten-Abtrinken, was ich nicht tun mit, das ist eine Chaie. Wir geben Schlepp. Das ist eine Hanue zu spielen ja, mit dem. Ja, wir haben Kinder, der eine gleich bringt sie rein in den Kirch. Wenn sie Gift verbringen mit der Maschine. Gut, jetzt hält ich es auf. Und wir sehen, dass sie gerinnt da raus, das Wasser. Jetzt machen wir das mal anlegen. Wir wollen es zu schneiden. Mit der Hand. Man darf sich nicht schämen zu nutzen in der Hand. Unsere Bob ist am Tummel genutzt in der Hand. Gut. Und jetzt will ich zu schneiden die Ecke gießen und die bis zu schneiden die Pomodoro. Ich kann schmecken die frische, frischen Eier von der Ecke gießen. Die Erzisräume gießen sind auch sehr gut bei dem. In der Supermarkt heißen sie persische Eierkäs. Jetzt schneidet jetzt die rote Zwiebel auf der Hälfte. Nehmt da auf die Ecken. Und ihr könnt schneiden, es sind so 2 Öfanen, ich kann auch weisen, 1 Öfen zu schneiden, ist sehr dünne Räfler. Und ich habe das zweite Mittel, was sie nutzt, weisen Sie, was ihr die Tiefst ist. Es ist ein viel mehr Geschmack, wenn man hobbelt ein, die stücklich Zwiebeln mit einem Grinsenabschäler, also. Also, wir werden die stücklich sehr, sehr dünn, sie sind süßer, nicht so heiß und sie mischen sich zu neu besser mit den anderen Gewächsen. In der Fall nutzen wir eine rote Zwiebel. Eine rote Zwiebel ist süßer wie eine weiße Zwiebel. Eben wir machen die Sauce, mischt es auf, ich habe die schönen 2 Händler. Ihr könnt nutzen etwas ähnliches, so 2 Löffel. Ihr müsst euch mischen. Die Pomodoren, die Schalotten, die Eggiges und die rote Zwiebeln. Und jetzt der Ecke für den Salat, der Sauce. Zuerst will ich nehmen einen Knoblauch, weil wir wollt zu hacken einen Knoblauch sehr gering. Ist also, ich gebe das jetzt. Dort ist es. Und also kommt der Schulach gleich herab. Ich habe lieb zu nutzen einen Knoblauchquetsch. Weil wir wollt, könnt ihr es schneiden mit einem Messer. Aber ich meine, das geht ganz gierig. Ihr werdet sehen, ihr geht da quetsch und sie kommt da raus von der anderen Seite. Jetzt mit dem Messer schneidet ab. Nehmt mal 10 Stecher und nehmt da raus, das ist übergeblieben. In ein wenig. Und so wird ihr nicht verlieren, den Knobel. Wollt ihr eine Wehre zu verlieren, Knobel? Ja, warte. Wir sind eine große Knobelnasche. Gut. Und es ist 1 Löffel Essig.
a halber Löffel Dijoner Senf. Und jetzt mit der Schaumschlugger will ich herangießen 2 Löffel Bäumel. Das ist Elbe Bäumel. Und so wird sich sehr gut ausmischen, alles Ding zusammen. Zu dem, was wir jetzt in Dijoner Senf, ist bei mir nicht nötig, heranzuziehen Salz oder Pfeffer. Aber ob ihr wollt, könnt ihr es zugeben. Gieß es darauf auf dem Salat, kratzt euch den Knoblauch und noch einmal mit den Händen. Ah, schmeckt das gut. Mm. Und das ist ein sehr feiner Beigericht für den vegetarischen gefüllten Fisch. Sind die Fischtacke great? Unser Fisch, unser vegetarischer Fisch ist schön abgekocht geworden. Nimm das Stücklich Fisch raus mit einem gelöcherten Löffel und die schön abgekochte Meeren auch. Ich lenk weisen verwuss. Die Meieren, was jetzt hat gekocht mit dem Joghurt, sie schneidet jetzt dort auf Ovalen. Also ja, lachsen dick. Und wenn die Stücklich Fisch wären schön kalt, leg an jeden Stückel Fisch auf ein Stückel Schalaten, gibt sie an Oval von Meieren. Sehr schön. Gibt sie einen Löffel Chrein. Und dort ist ein heimisch gefüllter Fisch, wie die Babes haben nicht gemacht, Dafke. Aber so ein Geschmack, wie sie wollten das gemacht. Wir hoffen, dass ihr da nur gehört von unserem speziellen Programm für Vegetarier, vegetarische gefüllte Fisch in einem heimischen Salat. Ah, und beide Rezepten sind in sei peisig dick, sei Habe. Ja, sehr gut. Es ist gesinnte Hate.